Jedes Mal wieder schön. Mit Korken. Gleich wieder ein kleines Plus. Hallo zusammen bei The Bourbon Diaries. Heute haben wir den Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon vor uns. Die Geschichte der Destillerie Buffalo Trace, ne, der auch namensgebend für den hier ist, ist sehr bewegt. Seit 1857 im Dienst, kontinuierlich. Sie haben die Prohibition überstanden, weil es eine der wenigen Distillen waren, die eine Lizenz hatten, medizinischen Bourbon herzustellen. Eine von nur sechs insgesamt. Ja. Hat auch teilweise andere Namen gehabt, George T. Stagg, Blendens Distillery und so weiter und so fort. Einige Marken sind auch heute nach denen noch benannt. Und ja, sie gehören heute der Sazerac Company, einem Spirituosenkonzern aus New Orleans. Seit 1992. Ja, und sie stellen aber unter ihrem Dach diverse andere Bourbons vor, die ihr bestimmt auch schon mal hier und da gesehen habt, den Blendens. Den George T. Stagg, den Eagle Rare, Sazerac Rye und den Pappy Van Winkle, der auf jeden Fall durch hohen Preis auffällt. Die teuersten Bourbons der Welt. Das ist immer so, immer nicht, aber oft so im vierstelligen Bereich. Das geht hoch bis, was, 7.000 Dollar oder ich so. Ich habe schon mal einen 11.000 Dollar gesehen. Ob man das dann auch dafür bekommt, ist natürlich eine andere Sache, aber wie gesagt, die stellen für diese Familie die Papi von denen. Der hier kostet keine 11.000 Dollar. Das Gott sei ist Dank. Eine praktische Literflasche. Ja, wichtig, das ist der mit 45% Alkohol. Häufig hat der ja auch 40%. Ich öffne mal, ne? Ja, was gibt's zu sagen? Wir kennen den hier noch gar nicht. Ist für uns Premiere. Wir hatten mal vor einer Weile den Buffalo Trace mit 40%. Ich habe ihn jetzt nicht so genau im Kopf, deswegen ich bin sehr gespannt, wie der hier sein wird. Man hört ja eigentlich auch Gutes so über den. Ja. Ach, jedes Mal wieder schön. Mit Korken, gleich wieder ein kleines Plus. Und das in diesem Segment, der ist ja eher erschwinglich. Oh, ja, endlich Bourbon. Man hat ein bisschen diese Karamellsüße. Karamell-Vanille im Hintergrund. Ein bisschen so Zitrone, Frucht, so. Tatsächlich etwas, was an Roggen auch erinnert. So ein bisschen so. Also vor allem diese Frucht. Im Vordergrund diese Zitronen, Zitrus, Orange. Ja, viel Zitrus. Und ein bisschen Karamellsüße. Vanille wenig. Cheers. Cheers. Nach wie vor Zitrus. Sehr stark Zitrus, würde ich sagen. Frucht. Bisschen Minze. Da bestätigt sich meine Erinnerung an den 40-prozentigen. Du hast Minze, ja? Ja, der 40-prozentige, den wir mal hatten, der hatte für mich vor allem eine Minznote. So, der war sehr leicht und hatte eine Minznote. Das hat den so ausgezeichnet. Bisschen am Anfang, ja. Die hat der hier auch. Der ist überraschend fruchtig. So im Vergleich zu vielen anderen Bourbons. Wenig Eiche, Leder, Holz, so. Leder, Gewürz habe ich so ein bisschen so. Eiche nicht, Leder auch nicht. Gewürze, ein bisschen, ja, Minze. Zitrusfrüchte, Zitrone vor allem. Also eher so hohe Geschmäcker. Eher Vanillesüße als Karamell. Also nicht so diese schwere Karamellsüße. Hat er nicht so. Es ist eher diese Vanille-Fruchtzuckersüße. Echt nicht schlecht.
Er ist leicht, aber hat einen gewissen Kniff. Er hat etwas, was ihn einzigartig macht. Sehr gut gemacht auch, also handwerklich würde ich sagen. Mhm. Kann man nicht meckern. Kann sich sehen lassen, also. Mhm. Die Leute verstehen ihr Handwerk da. Ja. Kann man empfehlen, wie erwartet bei so einem natürlich jetzt nicht, wenn man sehr auf diese tiefen, holzigen, ledrigen Aromen, Geschmacksnoten aus ist. Die hat er nicht, aber so generell. Ich würde nicht sagen, es ist ein typischer Bourbon, eigentlich. Mhm. Aber es ist ein Bourbon, ja. Mhm. Und man kann ihn definitiv ausprobieren. Es wird nicht mein Liebling werden, aber man kann ihn leicht genießen und also man kann ihn gut, gut trinken. Ja. In dem Bereich, was die Alkoholstärke und auch den Preis angeht, kann er sich sehr gut sehen lassen. Ihm gehen halt die tieferen Noten flöten, die und dann gehen ihm ein bisschen ab, die viele andere Bourbons auszeichnen, aber ich glaube, das möchte er auch gar nicht haben. Mhm. Er ist halt ein guter Einsteiger-Bourbon vielleicht, wo man halt bedenkenlos eigentlich immer mal was trinken kann. Bestimmt auch für Drinks gar nicht übel, könnte ich mir vorstellen. Also ich Old Fashioned können wir ausprobieren. Ich denke, man könnte einen interessanten Old Fashioned damit machen. Sollten wir mal machen. Mhm. Vielleicht auch Whisky Sour. Mhm. Da haben sich ja jetzt auch diese Fruchtigen ganz gut gemacht, vielleicht. Ne? Mhm. Auf jeden Fall mal eine Betrachtung wert. Ja, in der Beschreibung findet ihr wie immer einen Link zu einem Shop, wo ihr den zu einem guten Preis finden könnt. Mhm. Wir danken euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr auch irgendwie noch eure eigene Meinung habt, eigene Erfahrungen oder irgendwie was dazu sagen wollt. Und dann sagen wir schon mal bis zum nächsten Mal. Bye, The Bourbon Diaries. Bis bald. Bis dann.